Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einer neuen sommerlichen Blümchenanleitung. Ich zeige euch eine richtig niedliche kleine Sommerblume, super schön als Deko geeignet oder auch als Schlüsselanhänger oder Anstecker. Super einfach selber zu machen. Ich habe die hier mit einer 6er Nadel gehäkelt, also so um die Größe einmal da einzuordnen. Welche Wolle ich genau verwendet habe, seht ihr natürlich jetzt und ich wünsche euch schon mal ganz, ganz viel Spaß bei der Anleitung. So ihr Lieben, ich starte für diese super niedliche Blume wieder mit der Maxi-Wolle hier, beziehungsweise mit diesem Garn. Das habt ihr vielleicht die letzten Wochen schon bei mir auf dem Kanal gesehen. Lässt sich super gut mit häkeln und super schön mit Anleitungen zeigen. Wir haben hier so einen kleinen Baumwollfaden, der leicht gefüllt ist. Eigentlich angegeben für 4,5er Nadeln. Ich häkel es ein bisschen größer mit der 6er. Das hat bisher immer sehr, sehr schön geklappt. Wir haben hier 68% Baumwolle, 32% Nylon, eben durch diese kleine Füllung. Und wir haben 50 Gramm in dem Knäuel. Das hier ist schon ein bisschen dünner geworden. Da habe ich schon ein bisschen mit gehäkelt. Also ganz 50 Gramm habe ich hier nicht mehr. Plus minus 5 Gramm und 80 Meter Lauflänge dabei. So. Das ganze Farbverlaufsgarn finde ich auch immer super, super niedlich für Blümchen oder so Anstecker oder weitere Deko. Mit Blau, mit Gelb, mit Weiß, mit Rosa. Und ich starte jetzt damit, dass ich mir den Faden einmal in die Hand lege und mit dem magischen Ring beginne. Wie gesagt, ich häkel das mit meiner 6er Nadel. Also den Faden einmal in die Hand, hier kreuzen lassen. Dann steche ich zwischen meinen beiden Fingern hindurch, hole den Faden einmal hoch. Und habe ihn jetzt hier auf der Nadel liegen. So. Und nehme als erstes einmal eine Luftmasche. Dann habe ich den magischen Ring hier schon mal stabilisiert. Den kann ich groß und klein ziehen. Seht ihr hier, wenn ich am Faden ziehe, wenn ich hier an der Schlinge ziehe, ändert sich das Ganze immer. Und ich häkel jetzt 5 feste Maschen in den Ring hinein. Einfach einstechen und erste feste Masche, zweite feste Masche direkt daneben. Dann kommt die dritte, vier und die fünfte feste Masche. Dann nehme ich mir hier den Startfaden und ziehe das Ganze einmal komplett zu. Und beende diese erste Runde dann mit einer Kettmasche hier in die erste feste Masche, die ich gehäkelt habe. Ich starte dann mit einer festen Masche hier in die nächste feste Masche der Vorreihe und häkel dann 3 Luftmaschen. Dann geht es weiter in der nächsten festen Masche, dort wieder eine feste Masche hineinhäkeln. Hier habe ich jetzt diesen Bogen liegen und häkel wieder 3 feste Maschen, 3 Luftmaschen, Entschuldigung, 3 Luftmaschen. Dann wieder in die nächste feste Masche einstechen, eine feste Masche häkeln und wieder 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die nächste feste Masche häkeln und wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 Mal habe ich das jetzt schon gemacht. Wieder eine feste Masche häkeln und wieder 1, 2, 3. Und das befestige ich dann wieder mit einer Kettmasche hier in die erste Masche. So. Dann habe ich hier diese 5 Bögen als Grundlage liegen. Und dort hier drauf häkel ich jetzt meine Blütenblätter. So. Los geht's in den Bogen jeweils mit einer festen Masche. Dann nehme ich einen Umschlag und häkel ein Stäbchen. Daneben direkt noch 2 Stäbchen. Das alles häkle ich um diese Luftmaschen herum. So, zweites Stäbchen, drittes Stäbchen schon, sorry, drittes Stäbchen. Dann kommt wieder eine feste Masche. Und damit es auch einen richtig schönen Bogen gibt, häkle ich jetzt hier auf die feste Masche der Vorreihe noch eine Kettmasche, damit es hier wirklich richtig schön eng nochmal dran läuft. Dann geht es weiter im nächsten Bogen und dort wiederhole ich das Ganze einfach. Eine feste Masche, dann kommen 3 Stäbchen.
die feste Masche und dann kommt hier nochmal die Kettmasche. Dann kommt die feste Masche und es kommen drei Stäbchen. Die feste Masche, die Kettmasche. Ihr seht, durch die Kettmasche habe ich hier wirklich nochmal, dass es richtig schön tief reingeht und ich eben diesen Effekt bekomme, dass es hier eben wirklich eine sehr, sehr schöne Wölbung oben hat in dem Blütenblatt. Dann wieder die feste Masche, die bei drei Stäbchen. Das zweite habe ich hier jetzt schon. Das dritte Stäbchen. Drei Stäbchen. Dann wieder die feste Masche. Die Kettmasche. Und hier seht ihr ja schon mal sehr, sehr schön die Form mit vier Blütenblättern. Und ich füge jetzt noch das fünfte hinzu. Feste Masche und dann beende ich das Ganze mit einer Kettmasche hier zum Anfang in die Kettmasche der Vorreihe. So, dann kürze ich den Faden einmal, den Arbeitsfaden, ziehe den Faden einmal groß raus und bin dann erstmal fertig mit dem Häkeln. Ihr seht jetzt hier wirklich super, super schön die Blütenform. Und um jetzt natürlich den Faden noch hier einmal mit einzuarbeiten, steche ich jetzt hier wirklich hier unterhalb der Masche, die ich hier liegen habe, der orangenen, einmal durch, ziehe den Faden auf die Rückseite rüber, habe jetzt hier beide Fäden liegen. Ich kann die vernähen. Oder ich mache es jetzt einfach so, dass ich die einmal zusammenknote. Beziehungsweise ich gucke mal, dass ich den blauen Faden noch ein bisschen weiter hier mit rüberziehe. Also der blaue, der dann orange wird. Hier einfach nochmal mit der Nadel rüberziehen, dann habe ich die sehr eng beieinander liegen. Und kann dann hier einfach eben einen Knoten drauf machen. Ich könnte jetzt einen von den Fäden auch wieder auf die andere Seite rüberziehen, also hier aus dem Zentrum heraus, und könnte das Ganze dann zum Beispiel auch zum Aufhängen direkt benutzen. Dann braucht man gar keine weiteren Bänder mit dran machen. Also da gibt es natürlich verschiedene Varianten, aber so auf jeden Fall ein super, super niedliches kleines Blümchen, sehr schnell und einfach gemacht mit drei Runden, die eben aufeinander aufbauen, aus dem magischen Ring heraus, hier mit den festen Maschen, dann mit den Luftmaschenbögen und dann hier mit den Blütenblättern noch mit den Stäbchen. Das Ganze eben auch mit diesem leichten Locheffekt drin. Super süß und ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.